Leute, ich spiele jetzt ein bisschen Stellis gegen Asad. Ja, Stellis. Aber vorher wollte ich euch noch kurz das leckere Food von Facebook zeigen. Und zwar gibt es hier frische Wraps, Brötchen, frisch belegt. Nur vom Feinsten, frisch belegte Brötchen. Espresso gibt's auch, hole ich mir auch gleich einen Espresso. Aber jetzt erstmal gegen Asad. Auf jeden Fall, wie ihr sehen konntet, Asad braucht noch ein bisschen Training. Kein Problem. Er schießt mit dem Ball einfach Leute ab. Sorry. So, meine Lieben, die Baggins bei Facebook sind vom Feinsten mit Avocado. Weil die auch umsonst sind. Umsonst geht besser. Umsonst schmeckt immer am besten, ne? So, Leute, wir machen gerade kleine Pause. Asad, bis jetzt Gamescom. Er schwitzt immer. Selbst im Winter schwitzt er. Was geht ab, Leute? Gestern Abend habe ich es leider nicht mehr geschafft. Ich habe gestern Abend nicht mal ein Ladekabel gefunden für die Kamera. Ich habe jetzt einfach das von Asad genommen. Dementsprechend meine Kamera geladen. Mal gucken, wo das sich rumtreibt. Nicht, dass der Room Service oder die Leute, die sauber machen, das irgendwie Stibitz haben. Auf jeden Fall geht es heute weiter, Leute. Und ich nehme euch heute mit. Ich habe einen Auftritt auf einer Bühne. Es wird auch gefilmt vom Buddhan. Das werde ich auch hier mit reinpacken, Leute. Und dann bin ich später auch noch bei Headball. Heute ist ja Open Gamescom. Das heißt, heute sind viele Leute. Letztes Mal waren nicht so viele Leute. Das war Pressetag. Heute ist eine andere Geschichte. Ich hoffe nicht zu viele, weil ich habe mich erkältet. Mir ging es heute Nacht auf jeden Fall nicht gut. Und jetzt geht es besser. Bin ein bisschen angeschlagen, aber habe mich aufgepäppelt, so dass ich auf die Gamescom gehen kann. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, danke. Super. Hast du was Leckeres gegessen heute schon? Selbstverständlich, du weißt. Wer einen Stift hat, ich unterschreibe sie später auch, Leute. Ja. Du kennst Vasili. Was willst du von ihm wissen? Hast du eine Frage an ihn? Oh Mann, auf jeden Fall. Fällt dir nicht sein? Fällt dir auch nicht sein? So, Leute, wir sind jetzt gerade im Hotel, machen einen kleinen Break, machen uns ein bisschen frisch und dann haben wir gleich den nächsten Termin um 17 Uhr, gehen wieder auf die Gamescom, Leute. Ich bin hier mit Massi, er ist am Slicken, am Chillen und heute Abend geht es eventuell für mich, für die Jungs auf jeden Fall auf die Facebook-Party. Ich weiß noch nicht, ob ich gehe oder ob ich überhaupt drauf komme, aber ich denke, die Jungs sorten das schon. Aber ich will ja auch das Video fertig machen, dementsprechend bleib auch nicht lange ein bisschen und damit ich für euch das Video hier fertig mache, Leute. Hier ist mein Setup. Muss mir nur noch ein Netzwerkkabel besorgen. Mal gucken, wo ich das bekomme. Auf der Gamescom gibt es kein Netzwerkkabel. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann später wieder in alter Frische. So, meine Lieben, wir gehen jetzt noch ein bisschen COD zocken. Gamescom macht gleich zu und später geht es dann auf eventuell auf eine Party. Mal sehen. Morgen muss ich auch wieder früh aufstehen. Auf jeden Fall checken wir jetzt erstmal Modern Warfare ab und zocken 6 gegen 6 mit unserem 5-On, mit unserer 5-On-Crew, Leute. Würde ich sagen, Leute, sehen wir uns gleich am Setup. So,
So, meine Lieben, wir sind hier gerade an dem MW-Stand. Gerade spielt einer der besten deutschen FIFA-Spieler, Call of Duty. Und ja, Mahlzeit. Genau, ein Bierchen, 12.30 Uhr, so muss es sein. Komm, zeig mal ein bisschen jetzt was, komm. Guck jetzt mal, ja. Okay, er läuft. Jetzt gibt es ja einen No-Scope. Er hat die Gegner gespottet. Geht nach rechts. Oh, schon voll! Oh, Quickscope! Hast du Quickscope? Ja, normal, Bruder. Was ich hab's auf Kamera, ja. Guck mal, was ich jetzt gemacht hab wieder. Guck mal, guck mal. Ja, einfach nur, weil ich mich gerade so gefreut habe. Ich bin rasiert. Quickscope, Bruder. Also eine Sache ist auf jeden Fall klar, die ersten Runden haben die Girls gewonnen, ja. Die gehen auch ab. Also, wenn man die Orientierung verliert, dann sieht das genau so aus. Oh, rechts, Kami, pass auf, rechts. Okay, hier geht noch was. Fettes MG in der Hand. Sie dreht komplett durch. Ja, beim MG sagt es doch. Oh, hier wird taktisch gespielt, analysiert. Ah, das gibt's doch nicht. Was sagst du dazu, dass sich das Girl gerade... Ja, aber was ich davor mit denen gemacht habe, die einsteht für uns. So Leute, wir sind jetzt hier in so einer Bar, wir haben gerade noch ein Kochvideo aufgenommen, was am Sonntag online kommt an dieser Stelle. Ich bin hier mit Azad, Massi und dem Buddha, Ehrenmann. Und ja, wir wurden hier eingeladen, Leute, spontan. Ein Buddy ist hier selbstständig, genau, waren gerade im Park da vorne. Da vorne haben das Burger-Video gedreht. Ja, auf der Parkbank. Wie gesagt, der Laden auf jeden Fall war voll, wo der Burger herkam. Und ja, wir wurden jetzt eingeladen, haben uns ein paar Drinks bestellt und werden dementsprechend auch später noch einen schönen Wellnessabend machen. Ein bisschen entspannen, war ja ein anstrengender Tag. Ja, Azad ist wie immer am Handy, gerade noch drüber gesprochen, guckt sich Frauen an. Aber junger, hübscher Mann, was soll er sonst machen, sagt mir ehrlich. Ich weiß selber nicht, was ich machen soll. Erfahrung ist immer gut, ne? So Leute, wir sind jetzt im Hotel. Werden jetzt gleich ein paar Sachen packen und dann Wellness machen. Die Jungs sind schon am Durchdrehen. Werden auf jeden Fall Spaß ohne Ende, Leute. Jungs haben Spaß, Leute. Ja, wir haben hart Spaß. Wie mein Vater. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Das wird Vasili Spaß machen. Nein, mach mal hier. Guck mal, ne? Wisst ihr, was die machen wollten? Die wollten springen. Der, bei solchen Aufzügen, wenn man springt, der bleibt automatisch stehen. Aber guck mal, weißt du, was die Sache ist, Vasili? Was? Du bist trotzdem hier drin. Der ist alles gut. Aber jetzt aber noch andere drin. Hör auf, Bruder, hier sind andere Leute drin. Ja, genau. Mit deinem Lieben können wir spielen, aber nicht mit der Scary Me. Einen auf den, das kracht zusammen. Der gehört der Versicherung Haft. Bist du hier raus? Ja. Ja, okay. Ich muss hier auch raus. Ich komm rein. Guck mal, ne, wenn ihr Homies seid, ne, dann macht ihr jetzt mit einfach. Mit meinem Homie. Aber dann macht ihr einfach nicht. Ich hab's auf Kamera, ne. Ihr wenn ihr Homies seid, also dann macht ihr. Ganz gut. Wir wissen ganz genau, gut, dass ganz wir gut. Wir sind gleich oben. Sind zwei ist einer von euch schon mal stecken geblieben? Ich hab geschworen, ich mach nichts. Ja, bin ich deswegen. Ist einer schon mal stecken geblieben? Frag ich. Job. Nein, noch nie. Hast du Platzangst? Noch nie. Platzangst? Was ist denn? Boah, hier schön sauber, Leute. Wir sind jetzt im Hotel. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen abschalten und Wellness machen, Leute.